Wir sind mal wieder im Himmel. Und unter uns ist nichts außer ein Block. Juhu. Nein, wir sind wieder in One Block. Wir haben ja schon einmal One Block fast durchgespielt, muss ich leider sagen. Fast leider. Aber es gibt eine neue Version für die 1.21 und ich bin ehrlich, ich habe mich mit Minecraft Vanilla die letzte Zeit wirklich nicht auseinandergesetzt, gebe ich ehrlich zu. Ich bin viel zu sehr mit Mods beschäftigt. Deswegen lasse ich mich einfach überraschen. Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe keine Änderungen mitbekommen. Kein gar nichts. Wir gucken einfach mal, was passiert. Und wenn du Tipps und Tricks hast, na, du kennst das, Kommentarfunktion. Andernfalls darfst du auch gerne in Twitch stehen vorbeischauen. Link findest du hier auf der Seite oder unten in der Beschreibung. So, Minecraft One Block, ganz einfaches System. Wir haben einen Block und dieser Block wird uns alles geben, was wir brauchen. In der Hoffnung, wir kriegen es. Juhu, Progress. Oh, wir haben Progress Bar. Nice. Wir müssen schnell sein und erstmal hier ein bisschen expandieren. In der Hoffnung, wir können ein paar Blöcke abfangen. Und uns einfach mal ein bisschen mehr Platz machen. Deswegen, ja, genau. Die ploppen nämlich immer so ein bisschen blöd weg. Aber dieser eine Block, der wird uns alles geben, was wir brauchen. Und so wie es aussieht, müssen wir erstmal 30 Stück abhauen. Das ist okay. Aber jetzt haben wir schon mal einen guten Platz, um einfach mal Blöcke zu sammeln. Die ploppen immer noch teilweise ein bisschen bescheuert weg. Aber das ist nicht so schlimm. Und dann können wir uns hier die Fläche ein bisschen größer machen. Advance my new journey. Und place 20 blocks. Yay. Habe ich gemacht. Bin stolz auf mich. Okay. Beim letzten One-Block-Abenteuer war es so, erfahrungsgemäß, dass es relativ schlecht war, in der Nähe des Blocks auf jeden Fall brennbare Materialien aufzubauen, weil aus diesem Block dann immer wieder so kleine Raids rausgejumpt sind. Ich muss nur aufpassen, dass ich den richtigen Block immer abbaue, sonst habe ich ein Problem. Und zwar ein sterbendes. Deswegen werde ich auf jeden Fall um diesen Block definitiv kein Holz platzieren, sondern eher so Stein. Hat sich einfach bewährt. Ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwas passiert, ob hier irgendwelche Mobs rausploppen oder irgendwas über uns spawnt, neben uns spawnt, unter uns spawnt. Ich weiß es nicht. Aber das allererste, was ich auf jeden Fall machen werde, ist ein bisschen klassisch Minecraft. Wir werden erstmal die wichtigsten Materialien soweit sammeln. Das heißt, wir holen uns, klar, eine Workbench und holen uns dann, zack, ein bisschen Holz und dann holen wir uns natürlich eine einfache Chest, okay. Eine einfache Chest erstmal, weil wir wollen natürlich nicht, dass wir hier runterfallen, alles weg ist. Hier ist nämlich nichts drauf, keine Modifikation, gar nichts. Das ist ein ganz normales Datapack. Das ist eine World, die ist generiert. Fertig, da gibt es nichts drauf. Da gibt es keinen Grabstein oder sonst irgendwas, was eigentlich immer ganz nice ist. Sondern, wenn wir tot sind, ist das, was wir einstecken haben, weg. Pech gehabt. Deswegen, erste Regel in Skyblock, Kiste, Material rein. Solange du keine Grave Mod drauf hast. Geh auf Nummer sicher. Lass mal kurz gucken. Was gibt es denn hier schon? Hier gibt es Advancements. Advancements und da gibt es einige. Tabs to get you started. Okay. There are chunks of other biomes in the world. Find them. Okay. Wir haben verschiedene Biome. Wir sollen sie finden. Kein Thema. Kriegen wir hin. You can see custom recipes in the recipe book. Es gibt custom recipes. Okay, nice. Es gibt Mobs und die geben neue nützliche Sachen. Nice. Und alle 30 Tage kommt ein Besucher für 3 Tage
If you fill their requirements, you can get them to stay in your world. Wenn wir ihre, was auch immer sie wollen, erfüllen, dann können wir sie dazu bewegen, hier zu bleiben. Das klingt doch nice. Big business, okay. Gut, wir haben auf jeden Fall einiges. Oh, welcome to One Block. Fill in all with the requirements, fall into the void. Wir sollen sterben. Okay, wir sollen sterben. Na dann, tschüss. Da stand, ich soll sterben. At once made. Fertig. Ich habe mein erstes Advancement. Ja, jetzt ist es egal. Jetzt kann ich es noch machen. Jetzt habe ich keine Level, kein gar nichts. Aber hey, da stand, ich soll es tun. Also habe ich es getan. Nein, nicht nachmachen. Wirklich nicht nachmachen. Das ist jetzt nicht so die beste Entscheidung. Nein, nur weil das irgendwo steht, sollte man das nicht tun. Aber haben wir. Jump King, reach the belt limit. Okay, also nach ganz oben. Okay. Nice. Einiges zu tun. Es gibt Progress. Oh. Start your first one block trial. First try. Okay, es gibt irgendwie auf jeden Fall die Möglichkeit, gegen Mobs zu kämpfen. Finden wir noch raus, würde ich sagen. Das sind. Ah, okay. Da geht's weiter. Mit 250 Blöcke ist so. Okay, bin gespannt, wie weit es geht. Und Mile Block 150 times. Mhm. Alles klar. Nice. Okay. Na dann würde ich sagen, machen wir einfach mal, ne? Ich hau jetzt mal auf jeden Fall bis zu 150 und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was passiert. Falls dazwischen irgendwas passiert, gibt es natürlich immer wieder ein Update, ganz klar. Ja, und da haben wir einen Besucher, einen Mysterious Trader. Was hast du denn Schönes? Oh, wir können Eisen bei ihm kaufen, das ist nicht schlecht. Ein bisschen Dirt. Wir können Kohle kaufen, gut, das ist jetzt nicht so der helle Wahnsinn. Aber Eisen ist natürlich am jetzigen Start auf jeden Fall deutlich interessant. Gold haben wir leider nicht, sonst wird mir ein Axolotl. Ich glaube, ich hole mir ein bisschen Eisen. Einfach, weil ich es kann. Ich habe zwar noch kein Furnace, kein gar nichts. Aber was ich habe, habe ich. Kelp, ich habe noch keinen Dirt, ja, Kohle. Kohle kann ich mir aber durch das Holz selber machen, das ist nicht so schlimm. Der Rest ist jetzt leider nicht so der helle Reißer. Danke trotzdem. Ja, so. Und wir sind bei 127 Blöcken. Ich mache erstmal die ganz klassische Handcrafting-Variante. Und von den Blöcken her ist es so, dass das Standard-Vanilla-Beginner-Zeugs, also ein bisschen Holz, bisschen Dirt und Moos. Mehr haben wir noch nicht. Ich vermisse eigentlich Gravel. Gravel habe ich aktuell noch nicht gesehen. Sollte, aber auf der anderen Seite ist es gut, weil Gravel würde direkt nach unten durchfallen. Deswegen sollte es ruhig noch ein bisschen Zeit haben. Ich hätte nämlich gerne Wasser und würde gerne mal so zwei Blöcke, vielleicht drei Blöcke, zwei Blöcke ungefähr nach unten. Dann kann man da nämlich ein bisschen, ja, da habe ich für Leute quatschen, den Step verpasst. Ein bisschen dann mit Eisen und Trichtern und so weiter das Abbauen ein bisschen erleichtern. Das wäre schön. Aber ja, wir haben die ersten 150 und wir haben, also das haben wir gekauft. Aber das ist so das, was es rausgibt. Es gibt ein bisschen Oak, ne? Ein bisschen Dirt und ein bisschen Moos. Das ist alles. Das haben wir rausgecraftet und das haben wir gekauft. Mehr ist es nicht. Das heißt, wir gucken jetzt mal, es wird sich ja irgendwas verändern, was jetzt passiert. Oh, Schlamm. Okay, Schlamm ist mit dabei. Irgendwas Neues? Holz, Moos, Leaves. Leaves, das heißt Setzlinge. Setzlinge, aber die fallen nach unten weg. Das ist ein bisschen schwierig. Wir kommen halt nicht wirklich drunter. Ohne Wasser wird das ein bisschen schwierig. Das ist blöd. Ich bin gespannt, ob das Tierspawn aktiv ist. Das werden wir auf jeden Fall rausfinden. Weil Tierspawn können wir ein bisschen
provozieren, indem wir in einem gewissen Abstand einfach ein Double Layer legen. Das heißt, irgendeinen festen Block und darüber Erde und darüber darauf dann Gras wachsen lassen. Das wäre so das Ding. Aber dafür brauchen wir erstmal Material. Das heißt, ich mache jetzt mal den nächsten Step und schaue, dass ich vielleicht so den einen oder anderen Setzling vielleicht kriege. Das wäre nice. Gerade Spruce sehe ich. Das wäre nice. Würde mir gefallen. Und die fallen leider nach unten weg. Ist ein bisschen schwer zu kriegen. Vielleicht können wir es schaffen, dass sie nach oben springen. Das wäre cool. Da ist was. Juhu! Wir haben unseren ersten Oak-Setzling. Den setzen wir natürlich gleich hier hin, ne? Plant a tree. Advancement made. Nice. Spruce wäre mir natürlich noch ein bisschen lieber, aber gut. Wir haben schon mal die Holzversorgung, wobei die ist ja durch den One-Block kein Problem, ne? Aber ja, so schüpfen die nach oben. Das heißt, ich hoffe, dass mein Spruce kommt, dass der auch nach oben hüpft. Das wäre nice. Sieht nicht so aus. Finden wir gleich aus, wenn wir rüberlaufen. Aber ich mache jetzt auf jeden Fall nochmal die 300 voll. Und hoffe, dass dann irgendwas Nices zukommt. Ich gehe mal davon aus. Okay, Spruce ist nicht mehr dabei. Dass das sich mit der Zeit wieder ein bisschen anpasst. Also das ist so, du kommst in die Welt rein. Hast du die ersten Sachen, dann wenn du die ersten Materialien hast, dann kommt irgendwann Stein. Von Stein geht es dann rüber in... Was ist hier kaputt? Hallo? Feuerwerk. Schön. Hast du das gemacht? Okay, das ist ein anderer. Oh, wir können Kartoffeln kaufen und wir können Gravel kaufen. Das ist natürlich eine Überlegung wert. Aber wir brauchen auf jeden Fall bestimmt irgendwann einen Flint and Steel. Also würde ich schon mal sagen, dass wir sagen, okay, Gravel nehmen wir mit. Aber die Kartoffeln nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Das ist Nahrung. Nahrung ist deutlich wichtiger. Weil irgendwann müssen wir was essen. Ob wir wollen oder nicht. Von daher ruhig rüber. Und das haben wir auch getradet, dass ich das mal so ein bisschen auseinanderhalten kann. Das ist das ganz Gute. Wir haben hier keine Sortiermod drauf. Das heißt, egal welche Taste ich drücke, ich vermische es nicht auszusehen. Und dass man immer so sehen kann, okay, was gibt's Neues? Was kam dazu? So. Noch 34, 33, 32, 31. Und die Spruce-Setzlinge wollen nicht. Okay, ich mache jetzt mal auf die 300 voll. Ich schaue, dass ich das vor lauter Quatschen jetzt nicht wieder überspringe. Dann sehen wir uns gleich und gucken mal, was das Spiel für uns bereithält. So, die 300 durch. Nichts Neues, Aufregendes. Ein bisschen Schlammhammer, Moos, Erde und Holz. Mehr ist es nicht. Es ist nicht der helle Wahnsinn. Aber nächster Step, ich würde sagen, wir gucken mal. Jetzt müsste irgendwann theoretisch Stein dazu kommen. Und da haben wir was. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Holz. Dann brauchen wir Sticks. Sticks. Und dann machen wir uns einfach eine Wooden Pickaxe. Wooden Pickaxe ist etwas, was super angenehm ist. Und wir machen natürlich dann gleich die Wooden Pickaxe zu Stein Pickaxe. Klassisch spielen Minecraft. Bin aber ehrlich gesagt faul und ich sehe es auch nicht ein, mir hier übermäßig viel Werkzeug zu craften. Ich knall das jetzt einfach so durch. Nimm diese eine Spitzhacke und das reicht mir. So. Sind wir schon auf Stein. Nice. So, 750. Das sollten wir hinkriegen. Ich hoffe immer noch, dass irgendwas Neues dazu kommt. Vielleicht sogar Kohle oder sowas. Im Notfall, wenn wir jetzt genug Stein haben, können wir uns auch Holzkohle machen. Dann machen wir uns die ersten Fackeln. Dann können wir auch das Baumwachstum mal ein bisschen anregen. Aber ansonsten heißt es für mich, erstmal ein paar Blöcke wegschlagen. In der Hoffnung, wir kommen irgendwie an Wasser oder irgendwas. Aber vorher brauchen wir auf jeden Fall ein Furnace. Ein Furnace incoming. Jetzt ist der Block weg. Schön. So, dann 2, 3, 4, 5.
Machen wir da mal rein. Und schauen, dass das zu einer Holzkohle wird. Und dann machen wir uns 8 Holzkohle und dann haben wir hier ein bisschen Licht. Und es ist nicht ganz so düster hier. Das wäre ja schon mal schön. Perfekt. So, einmal hier und einmal hier und einmal hier. Tja, dann gucken wir mal, ob noch irgendwas Besonderes zukommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt erstmal dieses klassische Steinzeitalter sein wird. Das heißt, spätestens nach diesen 750 müsste dann rein theoretisch das Ganze mit Eisen losgehen. Aber wir haben ja die ersten Eisen. Was natürlich auf jeden Fall interessant wird, sind diese Custom Recipes. So, und 8 Eisen, die können wir durchhauen. Dann haben wir eine Kohle zwar weg, aber perfekt genutzt, weil eine Kohle, 8 Items. Ach, die wechseln sich. Die wechseln sich quasi aus. Okay, gut zu wissen. Dark Oak Sapling. Wheat Seeds für Cobblestone. Und für ein bisschen Dirt gibt es auch noch Jungle. Dark Oak bräuchte man aber 4, das ist teuer. Das ist teuer. Oh, wir können Schalker-Shells bei dir kaufen, das ist nice. Order a cow. Order a trader will arrive with the mob the next time they visit. Okay, also wenn wir bestellen, dann wird die Lieferung quasi von Villagerando geliefert. Das ist nice. Okay, aber nichts irgendwie dabei, was mich reizt. Ganze knicken. Ne, das ist mir zu teuer. Ganz den Scheiß behalten. Mach billiger, dann kaufe ich vielleicht ein, aber das ist mir zu teuer. Was letzter Preis? Gut, dann bauen wir mal auf die 750 voll. Und schauen dann auch mal. Wenn die 750 voll sind, mal die Custom Recipes durch, dann werden bestimmt irgendwo irgendwas drin sein. Ich hoffe einfach nur, dass da zufällig irgendwie so ein Wasserblock oder irgendwas kommt oder keine Ahnung, wie sie uns das geben oder wir können irgendwas kaufen. I don't know, wir werden sehen. Bis dahin heißt es einfach geduldig warten und einfach Blöcke klopfen. Und während ich arbeite und der Villager mir über die Schultern schaut, kannst du gerne den Abo-Button smashen, Kommentarfunktion verfassen, nutzen, wie auch immer, und abonnieren. Das wäre nice, würde mir helfen und du verpasst natürlich auch keine Folge von OneBlock, Skybees oder VolcanoBlock oder anderen Mods oder Minecraft-Versionen, die ich doch demnächst spielen werde. So, Picke ist durch. I am Iron. I am Iron. Obtain an Iron Ingot. I'm Iron Man, yes. Acquire Hardware. Smelt an Iron Ingot. Jo, habe ich gemacht. Gut. Let him cook. Obtain a Furnace. Yes, habe ich gemacht. Habe ich gemacht. So, jetzt ist die Frage. Also, ich werde auf jeden Fall mal ein Bucket machen. Ein Bucket ist nie verkehrt, weil. Falls irgendwie Wasser kommt, können wir es abschöpfen. Und ansonsten würde ich Eisen jetzt aber noch nicht nutzen. Deswegen nehmen wir lieber nochmal 2 Stone Pickaxe. Weil ich habe keine Ahnung, ob da irgendwie irgendwas noch passiert, erscheint oder uns eine gewisse Herausforderung stellt. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einiges an interessanten Items, würde ich sagen. Im Bucket tun wir jetzt da rein. Weil falls da Wasser entsteht, das können wir abschöpfen. Falls da Lava entsteht, das können wir abschöpfen. Aber falls ich aus Versehen runterfalle oder der Village mich runterschubst, kann alles passieren. Dann verliere ich nichts. Und ja, Villager sind brutal. Man sieht es sie nicht an, sie schauen harmlos aus. Aber in ihren Inneren schmieden sie teuflische Pläne. Vertraut mir. Vertraut mir. Schaut, wie er mir auf den Rücken schaut. Der will mich definitiv runterschubsen. Spaß. Aber ich vielleicht ihn.
Kann sein. Und da hat sich wieder was getan, deswegen gucken wir mal. Oh, Cherry Saplings. Da werde ich schwach. Das ist teuer. Da haben wir vorhin echt günstig eingekauft. Ja. Gunpowder, Sea Pickles, nee. Nee. Und einen Fuchs kann ich bestellen? Nein, werde ich nicht. Füchse kommen mir nicht auf die Insel, die machen nur alles kaputt. Aber das mit dem Cherry Sapling, da werde ich schwach. Da werde ich schwach, da muss ich zuschlagen. Das ist schön. Wenigstens ein paar Saplings kommen ab und zu ran. Ja, du darfst jetzt wieder ein bisschen darüber gehen, bevor du mich runterschubst. Und dann schau mal. Wir haben noch ein paar Blöcke vor uns, das dauert. Aber irgendwie in einem gewissen Rhythmus tauchen da immer wieder neue Trader auf. Ist die Frage, was ist das für ein Rhythmus? Das habe ich noch nicht ganz raus. Liegt es an der Blockanzahl oder ist es Zeit oder ist es beides? Ich weiß es nicht. Deswegen werde ich mal versuchen, so einen Blick drauf zu halten, wie da irgendwie irgendwas ist. Und wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir das Mysterium noch gelöst. Alter, das war gefährlich, Kollege. Ich hätte dich beinahe runtergeschubst. So, was hast denn du Schönes für mich? Kupfer, teuer. Cobblestone, Pumpkin Seeds, da bin ich dabei. Was zu essen ist nicht verkehrt. Mycelium, leider nein. So viel Eisen habe ich nicht. Ich habe nur das, was ich vorhin gekauft habe. Und davon habe ich nicht mehr so viel. Rotten Flesh habe ich noch nicht. Ein Esel und ein Lama kann man ordern. Das ist nicht schlecht. Aber aktuell nichts. Wir haben aber auch aktuell leider noch nichts für ein Bett, wenn das so weitergeht. Dann muss ich irgendwann mir hier eine Überdachung bauen. Weil dann heißt nämlich jetzt Phantomzeit. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf diese Schreihitze. Ja, deswegen müssen wir einfach mal aufpassen. Ich habe nämlich echt keinen Bock auf die. Die dürfen gerne verschwinden. Was auch schade ist, bis jetzt ist immer noch kein Spruce-Sapling nach oben gesprungen. Oak springt immer wieder mal hoch, aber Spruce sagt, nö, ich will nicht. Aber gut, wir haben noch ein bisschen Eisen auf der hohen Kante. Wenn wir nur einmal da ein bisschen nach unten kommen würden, dann könnte man nämlich einen Hopper hinsetzen, der fängt uns das ab. Das wäre voll nice. Dann geht nichts verloren und dann können wir endlich Spruce aufbauen. Ich mag Spruce. Ich bin Spruce-Kind. Wie die meisten Minecraft-Spieler irgendwie schon. Es gibt auch sehr viele Dark Oak-Fans. Ich meine, jedes Holz hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, aber Oak ist. Nein, es ist nicht so meins. Muss ich leider sagen. 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Ich kann einen anderen Block. Danke. Damit ich mal einen Unterschied sehe. Step 4. Okay. Und haben wir es geschafft? Ja, wir haben das Spruce Sapling bekommen. Nice. Das ist schön. Das freut mich. So, du hast dich noch nicht gewechselt? Nein. So, gut. 750. Jetzt wollten wir mal gucken, Custom Recipes, ob da irgendwas hier drin ist. Ein Recovery Compass. Was ist das? Mit Echo Shards. Okay, das ist wahrscheinlich ein 1.21er. Wie gesagt, 1.21er Sachen habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Ich habe noch nicht irgendwo reingeschaut. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Spectral Arrow und Mace. Okay. Ein Heavy Core und eine Breeze Rod. Und da ist ein Baum gewachsen, würde ich sagen. Wobei, das können wir uns mal so stehen lassen, dass falls Phantome kommen, haben wir ein Zuhause. Das ist doch nicht schlecht. Wir sollten nur schauen, dass der Villager vielleicht bei ist. Aber wir haben auf jeden Fall was zum Unterstellen. Das ist nicht verkehrt.
So, wo waren wir? Wir waren hier. Maze. Okay, den müssen wir uns mal näher angucken. Aber ein Water Bucket. Wir können uns Wasser craften, wenn wir Clay hätten. Wenn wir Clay irgendwie craften. Clay. Nur aus den Clayboards. Okay, wenn wir irgendwie an Clay ankommen, dann können wir uns Wasser craften. Das ist cool. Ist das jetzt 1.21 oder ist das Custom? Ich gehe mal von Custom aus. Ich habe bis jetzt Minecraft noch nie erlebt, dass du dir irgendwie Wasser herstellen könntest. Wobei es cool wäre. Es gibt ja genug Sachen, wie zum Beispiel Kakteen oder sonst irgendwas, wo man Wasser rausholen könnte. Magma Block, Hayball, ja, kennt man. Ich habe mich gerade gewundert, weil Magma Block war jetzt zum dritten Mal da. Dreimal Magma Blöcke. Okay, der ist klassisch, Magma Cream. Der hier ist Cobblestone und Lava Bucket. Und das heißt, wir können Cobblestone und Flint and Steel. Okay. Wir können uns Magma-Blöcke craften. Aber warum? Das ist die Frage aller Fragen. Wir waren jetzt schon ziemlich weit hinten. Ich habe die jetzt zwei, dreimal gesehen, dachte mir, hä, so oft kommen die doch nicht vor. Ist da irgendwas falsch? Drückst du drauf und dann auf einmal das. So, jetzt habe ich vor lauter, lass mich auch nicht, Orientierung verloren. So, da waren wir, genau, 23. Okay. Respawn Anchor. Okay. Aber das werden wir uns auf jeden Fall merken. Werden wir auf jeden Fall machen. Und Flint und Steel. Und dann ein bisschen Cobblestone außenrum. Machen wir mal. Irgendein Grund muss es ja haben, dass wir das machen können. Also holen wir uns mal einen Flint. Ja, da haben wir es. Nice, Dankeschön. So, dann machen wir uns mal einen Flint und Steel. Und dann brauchen wir 8. 8 Cobblestone. Und dann machen wir hier mal den hier, den hier. Warm Summer. So, und was hat sich jetzt verändert? Was hat sich verändert? Warm Summer. Obtain Magma Block. Okay. Gibt es irgendwie in den Wortmans irgendeine Info? Übrigens. Nächster Step ist 1500 und dann 2000 Blöcke. Okay. Welcome to One Block. Da muss doch irgendwas sein. Da. Warum sagen wir Obtain Magma Block? Obtain Obsidian. Place 100 Netherrack Blocks. Obtain Coal. Nom nom nom. Das ist das beste Advancement. Eat 64 Carrots. Nice. Okay, ich soll definitiv Magma-Blöcke kriegen, aber warum? Warum? Was ist so besonders an den Lava-Bucket? Alter Verwalter. Wir können uns Lava machen. Das ist geil. Könnte mir jetzt Lava craften. Bringt mir nur nichts, weil ja, dann habe ich ja hier Lava und das ist nicht gut für mich. Aber es ist gut zu wissen, wir können uns nämlich einen Cobblestone-Chain machen. Und wir haben Kohle. Yay! Das ist cool. Kohle ist natürlich mega nice. Okay. Hallo? Was machst denn du da oben? Bist du ein bisschen gaga? Ein Oak Sapling. Ein Beetroot. Beetroot holen wir uns. Alles, was Futter ist, wird geholt. Ja, erste Regel: Essen ist wichtig. Sand. Können wir bestimmt auch irgendwie brauchen. Und bis jetzt konnten wir noch nichts haben. Strings habe ich nicht. Wir könnten ein Beehive oder Glowberries holen. Ha.
Habe ich ein Beehive? Aber so viel Eisen habe ich nicht, oder? Nee, habe ich nicht. Habe ich definitiv leider nicht. Aber wir haben Kohle. Und da ist schon wieder Kohle. Das ist praktisch. Dann müssen wir unser Holz nehmen. Und Dripson. Können wir? Ja, nice. Wir können daraus Point Dripson machen. Das ist nice. Das ist, glaube ich, angepasst. Ich glaube, im normalen Minecraft geht das, glaube ich, nicht so viel, ich weiß. Oh, soweit ich mich noch erinnern kann. Von daher, nice. Das heißt, wir könnten uns Lava reproduzieren. Wenn wir ein bisschen mehr Eisen haben, können wir uns ein Cauldron, nice. Ich schreie Eisen und da kommt Eisen. Ein Cauldron hinstellen, darüber ein Point of Dripstone, ne? Und dann können wir uns Lava reproduzieren und Wasser auch reproduzieren, wobei Wasser keinen Sinn macht. Weil wenn wir irgendwie an ein Wasser rankommen und an ein bisschen Knochenmehl, was kein Problem ist, weil wir Holz haben, dann können wir uns eine Infinity Water Source machen. Und dann brauchen wir das nicht. Aber Lava reproduzieren ist schon mal nicht verkehrt, weil wir brauchen ja Obsidian. Schon zumindest im Advancement. Und daher gehe ich mal davon aus, dass wir in den Nether müssen. Ich bin gespannt, ob das ein klassischer Skyblock Nether ist. Oder ob der irgendwie ein bisschen... Hallo, könntest du mal bitte aufhören, mich zu schieben? Hallo? Geht's noch? Ich könnte hier runterfallen. Reiß dich mal zusammen. Meine Güte. So. War ich? Also ja, klassischer One-Block, also klassischer Skyblock-Nether oder ein modifizierter One-Block-Nether. So rum war's. Das werden wir beobachten, aber jetzt haue ich erstmal nochmal die restlichen knapp 650 Steine, Blöcke, was auch immer, durch und dann werde ich euch auf dem Laufenden halten. Bis jetzt kamen noch keine Mobs raus, das ist schon mal interessant. Ist auf jeden Fall dann anders da als das letzte Bodenblock, was ich gespielt habe. Das war fies. Da kam dann nach jedem gewissen Punkt kamen dann einfach Mobs raus und die haben die halt einfach durch ihr Erscheinen deine Base in die Luft gesprengt, in Brand gesetzt. Wie auch immer. Das war ein bisschen schwierig an einem gewissen Punkt. Aber man lernt daraus. Regel 1, in der Nähe von One-Blöcken niemals Holz. Hat sich bewährt. Oh, ich hoffe. Nice, Hallöchen. Dass wir irgendwann an Schwerkraftblöcke rankommen. Was ist mir zu teuer? Eine Mangrove brauche ich nicht unbedingt. Terracotta, brauche ich das? Brauche ich das? Ich weiß nicht. Wir können 4 Eisen zu Slimeball machen, aber brauche ich Slimeball? Nein, außer für Sticky Pisten aktuell nicht so wirklich. Ich kann mir ein Pferd liefern lassen oder einen Black Wolf. Okay. Aber Kupfer? Nö. Mangrove? Nö. Terrakotta? Ganz ehrlich, wenn du weißt, ob ich Terrakotta brauche, dann schreib es jetzt in die Kommentare. Dann werde ich mir auf jeden Fall welches kaufen. Oder es herstellen. Je nachdem. Aber ansonsten ist hier nichts. Also Crimson Fungus, ja, aber könnte ich mir leisten, wenn ich jetzt die 8 nochmal durchbringe. Du bleibst mal kurz hier stehen. Okay, wir unterhalten uns gleich weiter. Du gibst mir jetzt mal den Crimson Fungus. Weil das klingt interessant und es sind Nether-Sachen und Nether-Sachen sind eh interessant. Vor allem Fungus ist schon interessant wegen Dings. Pilzlichtern. Können wir Crimson? Crimson können wir craften, indem wir Netherrack und dann brauchen wir. Okay, und Netherrack? Können wir wahrscheinlich. Haben wir noch nicht, oder? Netherrack. Netherrack Bricks. Nether Ward Block. Netherrack haben wir noch nicht drin. Okay. Aber das ist gut. Dann können wir nämlich die züchten.
Dann kriegen wir die roten Bäume auseinander. Und die sind nicht schlecht. Und da gibt es die Sturmlights. Blitzlichter. Und das ist auch schön. Kannst du mal aufhören, mir einfach in die Sachen zu laufen? Das ist gefährlich, Junge. Das ist gefährlich. In irgendeiner Form auf jeden Fall Wasser und Wolle. Die zwei Ws. Wasser und Wolle. Das hätte ich gerne. Aber wir nähern uns der dritten Nacht. Und das ist nicht schön. So, ich hau jetzt auf jeden Fall noch die letzten Blöcke weg, wenn irgendwas Besonderes dazwischen passiert. Ich schrei. Ansonsten machen wir mal die 1500 voll. So, ich fange jetzt nochmal langsam an mit Eisen-Equipment. So. Die drei heben wir uns mal auf, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sie zu einer Picke. Geht es auf jeden Fall ein bisschen schneller. Klar, Holz braucht ein bisschen, aber wir machen jetzt endlich mal die 1 von voll. Und wenn wir jetzt schon ein bisschen Eisen kriegen, dann nutzen wir das. Wir können natürlich auch noch Rüstung craften und alles. Aber das Equip ist mir erstmal wichtiger. Also in dem Fall die Tools. In dem Fall das Tool. Alles weitere ist ja erstmal nicht vorhanden. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Komm runter. Danke. Wir können Strings kaufen, wenn wir genug Eisen haben. Ah, 10. Passt. Ja, da weg. Wir brauchen nochmal ein Eisen. 100 Blöcke habe ich schon platziert. Krass. Macht mir gar nicht so viel vor. Naja, gib mal nochmal Strings. Und wir können endlich pennen. Uhu. Sweet dreams are made of these. Richtig. Endlich schlafen. Das ist toll. So, die Strings kommen hier raus. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder Eisen ranschaffen, ne? Das ist klar. Aber das kriegen wir hin. Da hat sich schon wieder was getan. Da oben ist er. Hallo, komm mal her hier. Komm mal ran. Was hast du denn Schönes? Du bist der String-Eisen-Typ. 5 gegen 5, nee. Birch Saplings, wer will schon Birch? Birch ist in der Wüste ganz nice. Kann man mit Sand integrieren. Schöne Sache. Aber ansonsten ist Birch jetzt nicht so mein Favorit. Acacia, nee, danke. Nee, nichts dabei. Ja, eine Kuh und ein Pferd. Das ist schön, aber ne, du hast nicht wirklich eine feine Auswahl, muss ich leider sagen. Der tauscht sich ja regelmäßig aus. Krass, was ist denn hier los? Carside. Tja, Jungle. Jungle wäre vielleicht doch. Ja, Jungle können wir machen. Jungle kann ich machen. Jungle Tree ist auf jeden Fall interessant. Da sind wir dabei. Oh, ich habe mehr gekauft, als ich wollte. Egal, die geben eben meistens nicht so viele Setzlinge. Von daher. Iron Ingot für Turtle Skirt. Sea Pickle? Nö. Nö, nö. Disc Fragment. Ich bin kein Hobby-DJ. Alles gut. Nö. Nicht so der helle Wahnsinn ansonsten. Aber wir haben auf jeden Fall noch eine neue Baumart. Das ist schön. So, also irgendwie hat es auf jeden Fall gefühlt, was in der Kombi zu tun. Weil je mehr ich am Block bin, umso eher tauschen die sich aus. Also ich muss irgendwas mit dem Block tun, aber ich denke mal, das ist auch der Faktor Zeit, der mit reinspielt. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Aber gefühlt ist es beides. Es kann aber auch sein, dass es wirklich alle, keine Ahnung, 500 Blöcke oder so, dass dann einer neu sich austauscht. Ne? Blöd gesagt, dass da irgendeine gewisse Timerzahl dahinter steckt. Aber es passiert auf jeden Fall mehr, wenn ich am Block bin. So viel ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen. Aber genaueres, keine Ahnung. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass es wahrscheinlich die Blockanzahl ist.
Das lässt sich aber immer so ein bisschen schwer bestimmen, weil ich jetzt aktuell nicht nur am Block bin, sondern halt immer dazwischen noch irgendwas anderes mache. Deswegen, ja, schwierig einzuschätzen. Das waren jetzt knapp 100 Blöcke. Was hast du denn für mich? Beetroot habe ich schon. Warped Fungus, da bin ich dabei. Das sind nämlich die anderen. Hier bin ich dabei. Oak Sapling habe ich schon. Weed Seeds nehme ich auch. Nehme ich mal ein Päckchen. Muss ich schon mal kein Bone Meal machen, um alles zu craften. Und ich will die Warped Fungus. Die möchte ich auch haben. Brauche ich dann nur noch irgendwann Netherrack und dann kann ich mir nämlich die Bäumchen auch craften. Das ist nice. So, ich werde jetzt mal hier im Blick behalten. Wenn das jetzt wieder ungefähr in 100 Blöcken soweit ist, dann kann man sagen, dass das Zeitliche, was dahinter steckt, oder der Faktor ungefähr die Blockanzahl 100 wäre. Aber das wollen wir rausfinden, würde ich sagen. Deswegen behalte ich jetzt das Ganze mal im Blick. Aber jetzt machen wir erstmal die 1500 für und die haben wir gleich. Also Gas geben, draufhauen und genießen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Step 5. Mine the block 1500 times. Haben wir gemacht. 1000. 500 Mal auf diesem Block eingedroschen. Das ist schon grindy, würde ich sagen. Also der Grind ist definitiv real. Aber wir haben immer noch keinen Hunger. Das ist faszinierend. So, es ist Nacht. Ich gehe mal kurz pennen. Und dann würde ich sagen, was nach 1500 kommt. Erfährst du in der nächsten Folge. Falls es dir bis hierhin gefallen hat, gerne den Like-Button smashen. Kommentarfunktion, du kennst dich aus. Ich weiß es. Ist clever. Und Abo. Wäre nice, würde mir helfen. Und erinnere dich an neue Inhalte wie Skybeast 2, Volcano Block, One Block oder was auch sonst noch an Minecraft-Versionen kommt. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet hier im Outro. Ihr nicht auch? Ein bisschen creepy. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eingehauen.